Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Teeling endlich, Riesling Cask von Reichsrat von Bühl. So, Irish Whiskey, Blended Whiskey, Riesling Cask Finish, 46%, Whiskey Base Nummer 191389, kostet 42 bis 45 €. 3000 Flaschen kamen im September 2021 raus und es gibt immer noch einige Flaschen in einige Shops. Nicht nur bei uns, sondern auch in der am Belgien, in den Niederlande, auch dann in Frankreich. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass diese Flasche erstens noch da ist und zweitens so ein breites Publikum bekommen hat. Denn ich dachte, es wäre eine Germany Exclusive. Ist es nicht? Gut, also meine Frage des Tages ist, und ich kenne mich mit Wein noch nicht aus. Hier steht Grand Cru Edition. Grand Cru ist eine französische Bezeichnung für Wein. Reichsrat von Bühl ist in der Pfalz, ist Deutschland. Kann eine deutsche Riesling sich Grand Cru nennen? Laut meiner Recherchen online, nein. Also, ich habe eine Seite hier gefunden, also fand ich auch sehr bezeichnend hier. Die schreiben jetzt hier für eine Abfüllung hier direkt von Riesling Trocken Reichsrat von Bühl. Die schreiben jetzt hier, nicht zitiere, Reichsrat von Bühl besitzt in vielen der Pfälzer Toplagen einige Parzellen. Neun sind von VDP, das ist der deutsche Organisation, der jetzt hier Weinkategorien bestimmt, als erste Lage klassifiziert und beeindruckend, acht Weinberge wurden sogar von VDP aus großer Lage eingestuft. Vergleichbar mit der Klassifizierung in Burgund aus Primär, Cru, also erste Lage, und Grand Cru, unsere große Lage. Der Wein gut kann von daher qualitativ aus der vollen schöpfen. So, ich finde es irgendwie nicht richtig, persönliche Meinung, dass hier Grand Cru draufsteht. Bin ich da absolut kleinlich oder liege ich vollkommen daneben oder muss man eigentlich so ein bisschen sagen, liebe Leute, ob das so richtig ist? Denn auf der Rückseite steht hier drauf, also unser Master Distiller wählte ein Komplementar. Kollektion von hervorragenden Rieslingfässern von der Reichsrat von Bühl Winery Grand Cru Vineyards. Hier steht tatsächlich, dass Reis halt Grand Cru wäre. Okay, gut. Es geht nicht um Wein, ausdrücklich. Es geht hier auch um Whisky. Und wir wollen diese Whisky hier verkosten. Womit möchtet ihr es vergleichen? Tada, ein Teeling, auch aus der Small Batch Serie. Dieses Mal mit den Sauternes. Habe ich schon mal gehabt im Glas, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht und ich dachte, es ist nur interessant, den hier auch dann auf den Tisch zu bringen und das miteinander zu vergleichen. Was macht ein Sauternes-Fass und was macht ein Riesling-Fass aus Deutschland her? Denn manches ist hier tatsächlich ein geschützter Begriff. Also Sauternes kann, glaube ich, auch nicht aus jeder Region der Welt kommen. Okay, sehr gut. Auch 46%. Hier lagen wir, wie ich sagte, zwischen 42 und 45 €. Vergiss es nicht, Leute, mehrheitlich hier drin ist denn dort Grain. Und ich sage noch einmal in meinen Worten, gänzlich da drin ist nichts davon von Dublin. Noch nicht. Obwohl Dublin schon mehr als 3 Jahre selbst produziert, ist hier von deren Distillerie in Dublin nichts in deren Small Batch. Und da ist für mich mal überhaupt die Frage, ob überhaupt was drin sein wird. Denn in Dublin produzieren sie kein Grain. Das macht alles Papa bei John Teeling, dort oben in Dundalk. Also von daher, man kann nur von Teeling Brennerei
nur Single Malt bekommen und bisher gab es, oder Single Pot Still, und gab es ganz, ganz wenig davon bisher. Black Pits gab es und dann ein paar von den Pot Stills hier, diese Flaschen, Batch 1, 2, 3 und der vierte ging nach Amerika. Gut, also geschmacklich müssen wir hier, aromatechnisch müssen wir einfach mal verkosten und schauen. Holt mich noch nicht ab. Boah, das ist seifig. Wow. Oh, Mann. Also ganz anders. Interessant. Also Sauternes kommt hier richtig krass stark durch. Hier, unser Riesling, kriege ich den? Also meine Frau und ich, wir waren schon in der Mosel und haben da auch schon Urlaub gemacht und haben schon ein paar Riesling-Tastings gemacht. Wir haben ein paar Rieslings auch nach Hause gebracht. Also im Sommer immer wiederhole ich ein paar Rieslings und gut gekühlt bei, keine Ahnung, 8 Grad. Denn im Sommer lecker, lecker, lecker. Man muss schauen wegen Säure, ob das nicht zu viel ist manchmal. Aber ich kann und könnte ein bisschen auch von Rieslings mal Sodbrennen kriegen. Einige Leute, ich wurde nicht eingeladen, waren beim Teeling Launch. Hiervon auch bei den hier den Reichsrat von Bühl. Dort, wo das dann hier rauskam, wäre ich da gewesen, hätte ich die Frage stellen können. Wer weiß. Ich kriege eine leichte Säurenote, Säure und blumig. Also, jetzt brauche ich mein Wörterbuch, Entschuldigung. Ich muss ganz zugeben, dass ich nicht hundertprozentig fit bin, manchmal was Vögeln und was denn Tiere an sich geht, so Säugetiere und auch was Pflanzen angeht. Also, das eine wie der andere, manchmal ist es mein Kopf noch nicht ganz wunderbar verknüpft. Ich habe sofort dieses Marigold gehabt. Und was war Marigold? Was war das nochmal? Ringelblume. Also ich habe hier Ringelblume hier drin. Also das hätte ich nicht gedacht, aber habe ich hier. Ja, es ist arg blumig und keine Ahnung, ob du gerne denn Ringelblume, denn da riechst ich nicht. Also gibt es hier Tasting Notes? Genau, eine unglaubliche Tiefe von frisch leichte Frucht, Ananas mit ein bisschen Nektarine, Honig und eine trockene Mineralität, der von den Riesling kommt. Hier steht sogar Riesling Grand Cru. Glaube ich nicht. Also, und ist einzigartig für Irish Whiskey. Dare to be different. Wage es anders zu sein. Gut. Habe ich hier Riesling? Nein. Zumindest die Riesling-Sorten, die ich bisher hatte. Ich habe viel Grain. Also diese holzige, vanillige, getreidige ist das nicht. Dieses Weizen. Also ich glaube tatsächlich Diensten. Also Teeling benutzt einiges an Weizen denn da. Ich glaube nicht, dass sie Mais nehmen. Also wer mehr weiß als ich, also auch was genau der Grain-Anteil angeht hier von Cooley beziehungsweise jetzt heute vom Great Northern Distillery, was für eine Getreidesorte, die benutzen. Die benutzen höchstwahrscheinlich kein Gerste. Gerste ist zu teuer. Man benutzt entweder Weizen oder Mais. Mais braucht mehr Wärme, um einfach diese Stärke aufzuspalten als ein Weizen. Weizen ist energieeffizient. Allerdings Weizen kostet ein bisschen mehr als Mais und deshalb der Energiezufuhr kostet manchmal mehr als dann doch auf Weizen auszuweichen. Und man braucht ein bisschen. Der Anlage muss ein kleines bisschen anders aufgebaut werden, um Mais zu benutzen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei Royal Oak Brennerei, denn da war, die benutzen Mais für ihre Column Still und die haben einen extra, ein Mais, nicht Mais, sondern Mashtun, Maisbottischen, Maisbottisch, der extra konzipiert wurde für Mais. Höhere Temperaturen als Weizen, auch das dazu. So. Cheers.
Was mir gut gefällt, erst einmal, ist also eine Viskosität, eine ölig, also sehr, sehr schön. Leichte karamellige Noten, also hier drauf auf unserer Verpackung steht weder non-chilled filtered noch natural color. Das wäre natürlich schön, wenn es drauf stünde. Wir würden uns auch Geeks hier freuen. Produced and bottled by the Teeling Whiskey Company Progressive Irish Whiskey Makers. Produced by, nicht distilled by, produced. Crafted and bottled by the Irish Whiskey Company. Ja. Der erste Eindruck ist akzeptabel. Also ein solider 3, Tendenz sogar 3 plus, aber eher ein 3. Hinten raus ist ein leicht altes Holz, also leicht bitter Moment. Wobei, ich bin nicht sicher, welche Fässer Riesling benutzt. Ist das europäische Eiche oder amerikanische Eiche? Gute Frage. Ja, auf der Schnelle habe ich hier nichts gefunden. Allerdings bei vonbühl.de Riesling, König der Weißweine, meist angebaute Traubensorte der Pfalz, die spät reift. Die Sorte bringt fruchtige, blumige und rassige Weine mit guter Haltbarkeit hervor. In guten Jahrgängen werden Spitzengewächse erzeugt, die zu den edelsten der Welt gehören. Gut, ein zweites Mal probieren wir mal. Ja, Ringelblumen. Kriege ich nicht mehr weg. Und leichte Walnüsse im Moment. Also ein offizielles Tasting Note hier schreibt. So, was ist das hier? Aroma, fruchtig mit Orangenschale, grüne Äpfeln und Aromen vom gesalzenen Karamell. Im Geschmack sollte vollmundig und ausgewogen auf Zunge. Zunächst frisch und fruchtig mit Ananas und Melone. Dazu würzig, süßes Eichenholz, Tannin und Honig. Abgang lang anhalten, gebe ich recht. Und würzig süß, ein Mix aus Frucht und Eichenholz. Dieser Whisky schmeckt besser, als er riecht für mich. Habe ich nicht oft. Der hat echt eine sehr interessante, schöne, süßliche, ich gehe sogar mineralische Moment mit. Also die Rieslingfässern, und ich werde die Worte hier von der Kiste hier nehmen, komplementieren buchstäblich diese Teeling Whisky sehr. Also, wow, gut gemacht. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, 3 plus. Preis-Leistung 42 Euro. Ich würde das Ding einfach eine glatte 3 geben. 3 plus ein bisschen viel. Tendenz 3 plus für Preis. Ehrlich, also 42 Euro für Geschmack, für Erlebnis. Ja. Allerdings, natural filtered, Farbstoff, Altersangabe, Single Malt. Das ist ein Blend von Grain und Malt und ein Finish jetzt hier mit deutschen Fässern bekommen. Kann man machen. Schmeckt mir. Und von daher gut. Als Alternative wäre diese Sauternes. Das war ein niederländischer Exclusive, glaube ich. Sauternes ist sehr stark dabei. Das kippt in eine Richtung, den ich nicht so gerne habe. Nee. Nee. Aber das ist ein bisschen purer Sauternes und das war ein bisschen hier komplementierende, ergänzende Riesling-Moment. Jo, also
Ich war nicht unbedingt positiv gesinnt gegenüber diesem Whisky am Anfang, aber das Geschmackserlebnis hat mich abgeholt. Reike Spitzer war dann da auf der Launch Party. Holly, glaube ich, war auch dann da. Ein paar andere Leute, die waren alle davon schlichtweg begeistert. Und ich verstehe warum. Whisky Jason da hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Frage des Tages: Irish Whisky, Weinfässern. Los, was findet ihr gut? Ist das ein Red Spot, ein Green Spot, ein Yellow Spot, ein Teeling, irgendwas vom West Cork, irgendwas von woanders? Tyrconnell könnten wir auch erwähnen. Es gibt so viele verschiedene Whiskys, die aus Irland, die schon Weinfinishes haben. Ob Süßwein oder ein Riesling oder Sauternes oder was auch immer, Bordeaux. Das wäre die Frage des Tages. Was könnt ihr empfehlen, was gut ist, was gelungen ist? Alles Gute, bitte liken, bitte abonnieren, bitte Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort wurde die Flasche hier gänzlich verteilt, denn da, sorry. Aber fast jeden Tag kommt eine neue Flasche denn dazu. Ihr seht mich hier bei meinen Videoverkostungen täglich oder auch Sonntagabend Livestream, 21 Uhr mit irgendeinem Gast. Und das macht echt viel Spaß, sich mit Leuten da sich zu unterhalten. Ihr könnt im Chat gerne die Fragen stellen und die blende ich ein und dann können die Leute darauf reagieren. Ich habe so viel dadurch gelernt und ich lade euch ein, auf diese Reise mit mir unterwegs zu sein. Bis dahin, Whisky Jason. Bye bye.